Zu Anfang hören wir noch einmal den Kollegen Thomas Nordhausen, der uns aufklären wird über das dritte Update seines Manuals RefHunter. Bitte schön. Einen Moment, ich teile gerade mal. Ja, hallo nochmal zusammen zu einem zweiten kurzen Vortrag, der eigentlich so eine kleine Wasserstandsmeldung bzw. eine Info über einen aktuellen Stand bezüglich RefHunter geben soll, beziehungsweise wo wir natürlich hinwollen mit dem Manual. Und ich weiß gar nicht, wie es kommt. Also es geht eigentlich gar nicht weniger um das dritte Update, sondern es geht schon um ein viertes Update auf die Version 5.0, die im Oktober 2020 erscheinen soll. Und nach diesem Update liegen im Grunde in diesem Manual Informationsblätter von insgesamt 76 Fachdatenbanken bereit. Und die wurden nicht nur von uns entwickelt, diese Informationsblätter, sondern insgesamt über 40 Beitragende, durchaus auch Mitglieder der AGMB, die da wirklich ein Infoblatt entwickelt haben. Wir haben das dann nur mal kontrolliert und haben das dann in das Manual mit aufgenommen. Und hier ist noch mal so ein bisschen die Entwicklung der Anzahl der Informationsblätter, die konstant halt bei den einzelnen verschiedenen Updates, die es gab, ja, nach oben gegangen ist und mittlerweile, wie gesagt, bei 76 liegt. Ja, was wir auch machen in diesem Rahmen dieses Updates ist, oder was wir generell machen, ist natürlich eine Aktualisierung bzw. Aktualitätsprüfung aller betreffenden Informationsblätter. Das heißt, wir haben uns so einen Zwei-Jahres-Turnus festgelegt, wo wir immer noch mal gucken, sind die Informationen, die wir da drin haben, noch aktuell oder hat sich inzwischen an den Oberflächen, an den Bedienungsmodalitäten, an den Funktionen der einzelnen Datenbanken was geändert. Natürlich weiterhin enthält das Manual diese 10-schrittige Vorgehensweise zur Literaturrecherche in Datenbanken, den Recherche-Kompass, der so ein bisschen so eine kriterienbasierte Übersicht darstellt über die einzelnen Datenbanken und so ein bisschen den Auswahlprozess erleichtern soll. Dann das Glossar und ein Protokoll zur Dokumentation der Recherche. Also diese Inhalte werden bei jedem Update immer so ein bisschen auch bearbeitet bzw. weiterentwickelt. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Gedanken oder neue Erkenntnisse kommen einem da natürlich und wir versuchen immer, das ein Stück weit dann auch einfließen zu lassen. Und genau, wie gesagt, es gibt natürlich diverse Herausforderungen, denen wir jetzt im Laufe der nun schon fast 3 Jahre, mit dem wir RefHunter publiziert haben, begegnen. Einmal natürlich dieses immer größer werdende PDF-Dokument, was, ja, wie gesagt, mit dieser doch schon höheren Anzahl an Informationsblättern zu den Fachdatenbanken, was natürlich immer ein Stück weit unhandlicher wird. Was wir auch festgestellt haben, dass es schwierig ist, die Nutzenden immer über Updates zu informieren. Wir haben zum Beispiel mal festgestellt, da hatten wir schon 3 Updates gemacht und haben festgestellt, in so einem Workshop mit anderen Damen, welche immer noch die erste Version genutzt, weil eben natürlich die erste Version, da war es noch was Neues, was Besonderes, da haben die Leute eher drauf geguckt, während so Meldungen über Updates in der Regel nicht so sehr beachtet werden. Dann ist es natürlich auch wichtig, über die Herausforderung, ein nutzerfreundliches Format zu gewährleisten, das eine schnelle Navigation zu den gewünschten Inhalten erlaubt. Auch das wird natürlich immer schwieriger in diesem großen PDF. Ebenso muss man natürlich sagen, dass das ein recht starres Format ist und man natürlich nur recht zeitverzögert auf bestimmte Änderungen in den Datenbanken reagieren kann. Und ja, die Reichweite ist natürlich bisher auf den deutschsprachigen Raum beschränkt. Und was natürlich auch ein Faktor ist, der jetzt immer mehr dazukommt, je mehr Infoblätter da sind, desto mehr muss man die natürlich aktuell halten, desto mehr muss man die pflegen. Und ich sag mal, ich und Julian Hirt machen ja jetzt die Hauptarbeit dafür und auf Dauer wächst das natürlich auch über unseren Kopf hinaus. Also haben wir ja schon seit längerem, und das habe ich auch schon im letzten Jahr, glaube ich, gesagt, damit gespielt, also mit eigentlich der nächsten Weiterentwicklungsstufe von RefHunter, dem Umstieg auf ein reines Webformat. Der Unterschied im Vergleich zu letzten Jahr ist, dass es da noch sehr unkonkret war, während es jetzt konkreter gewesen ist. Das heißt, wir haben das Geld, die Fördergelder zur Verfügung, um dieses Vorhaben jetzt auch wirklich umzusetzen. Wir haben eine IT-Firma, mit der wir auch die entsprechenden Absprachen getroffen haben. Und der Beginn dieses Umbaus auf ein reines Webformat ist im Oktober diesen Jahres geplant. Oder genau. Und was soll für Funktionen soll dieses Webformat dann eigentlich beinhalten? Es soll einmal Such- und Filtermöglichkeiten für Dateninformationsblätter
Blätter bieten anhand das, was in dem Recherchekompass, anhand dieser Kriterien, die da schon drin sind, damit man halt wirklich auf schnelle Art und Weise schauen kann, die Informationen findet, die man jeweils braucht. Oft ist es ja wirklich, die meisten schauen wahrscheinlich in Refhunter rein, weil sie irgendwie kurz schnell mal irgendwas nachschauen müssen, und dieses Webformat soll dem, sage ich mal, ein bisschen gerecht werden, dass man da nicht immer dieses lange PDF runterladen muss und darin suchen muss. Was wir auch integrieren wollen, ist eine Art Wiki-Funktionalität. Das heißt, Seitenbearbeitungsmöglichkeiten für Nutzer, die sich dann auf der Seite registrieren, um zum Beispiel auch, da wir natürlich auch nicht den Überblick behalten können über 76 Datenbanken, die da drin sind und nicht wissen, was sich da immer ändert, um da so ein bisschen, sage ich mal, auch die Nutzer mit einzubeziehen oder das kooperative Arbeiten zu fördern. Diese Seitenbearbeitung soll natürlich unter kontrollierten Bedingungen erfolgen. Dann wollen wir ein Diskussionsforum integrieren für den fachlichen Austausch in dieser Seite. Wir wollen auch auf das PDF-Format nicht gänzlich verzichten, sondern weil das ja einfach ein gängiges Format ist, was jetzt gerade im wissenschaftlichen oder informationstechnischen Wesen relativ häufig ist und was natürlich auch geeignet dafür ist, jetzt wenn man zum Beispiel offline arbeitet. Also wollen wir in dieser Seite ein PDF-Generator einbauen, der halt die individuelle Zusammenstellung von den ganzen Seiteninhalten als ein zusammenhängendes PDF ermöglicht, sodass sich jeder, der dann informieren will, die Inhalte selbst zusammenklicken und runterladen kann. Und was wir auch noch einbauen wollen, ist eine Newsletter-Funktion, um zum Beispiel über bestimmte Neuerungen der Seite zu informieren, aber auch bestimmte, ja, interessante Neuerungen im Bereich Literaturrecherche zum Beispiel, um da einfach zu informieren. Was ist also generell der Ausblick? Wir wollen Refhunter weiterhin als dauerhaftes, frei verfügbares Informationsangebot etablieren. Also wie gesagt, es soll nie irgendwie zugangsbeschränkt werden oder dergleichen. Sowas ist auf keinen Fall angedacht. Wir wollen eine Recherche-Community aufbauen zur Pflege und Weiterentwicklung der Webseite, denn es, wie ich schon sagte, für mich und Julian Hirt wird das irgendwann zu viel, diese vielen Inhalte regelmäßig zu pflegen. Also wollen wir versuchen, sage ich mal, diese Verantwortung so auf mehr Schultern zu verteilen. Aber wir wollen natürlich nicht nur, dass jetzt Leute für uns da was oder für diese Webseite was tun, sondern soll ihnen auch natürlich auch was zurückgegeben werden. Also dieser Möglichkeit zum fachlich-methodischen Austausch. Jetzt müssen Sie zum Schluss kommen. Der Community soll gegeben sein. Das passt sehr gut, denn ich bin so gut wie fertig. Perfekt. Und eine englischsprachige Übersetzung soll dann auf längere Sicht auch erfolgen, um natürlich den Verbreitungsgrad nochmal auf ein anderes Level zu erheben, beziehungsweise natürlich auch internationalen Forschenden, Bibliothekaren, Studierenden oder wer auch immer zu nützen. Damit bedanke ich mich auch schon für die Aufmerksamkeit, für dieses kurze Update zum Thema Refhunter. Ja, vielen Dank.